Hi, hier ist dein Arik F. Ein kurzer Hinweis, bevor das Video anfängt. Dieses Video hier ist Teil einer Videoreihe zum Thema Nachhaltigkeit und die Videos bauen thematisch aufeinander auf, sodass du die Videos davor möglichst geguckt haben solltest, um dieses Video hier zu verstehen. Falls du das noch nicht gemacht hast, spring einfach zurück, das ist alles hier unten verlinkt, und schau dir der Reihe nach. Ansonsten geht's jetzt einfach weiter. Los geht's! Hi, ich grüße dich. Ich habe ja im letzten Video über die Grundlagen erzählt, die Biosphäre erklärt und dass es in dieser Biosphäre unterschiedliche natürliche Kreisläufe sind und dass wir Teil dieser Kreisläufe sind. Und ich habe ja auch gesagt, dass wir diese Kreisläufe beeinflussen und auch zu sehr beanspruchen. Um jetzt weiter ins Detail gehen zu können und uns mal anschauen zu können, welche Bereiche sind es denn, die relevant sind für das Thema Nachhaltigkeit, möchte ich zwei Begriffe einführen. Und das ist einmal der Begriff der Biokapazität und zweitens den ökologischen Fußabdruck. Ich möchte anfangen mit dem Begriff der Biokapazität. Die Biokapazität ist die Kapazität eines Ökosystems, für den Menschen nützliche biologische Materialien zu produzieren. Und das ist natürlich Nahrung, die wir direkt konsumieren, oder auch Stoffe, die wir brauchen, um andere Dinge zu produzieren zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es auch die Kapazität dieses Ökosystems, die Abfallstoffe, die wir produzieren, wieder zu absorbieren. Ihr erinnert euch ja an die Kreisläufe aus dem letzten Video. Falls nicht, schaut es. Welche Faktoren sind denn welche, die da jetzt eine Rolle spielen, was die Kapazität angeht? Nun, zuallererst spielen bebaute Flächen eine Rolle. So, die Natur stellt uns ja Flächen zur Verfügung, die wir dann halt zupflastern mit Häusern, mit Fabriken, mit Straßen. Dann bekommen wir auch noch Kapazität in Form von Fischgründen, ja, oder anderen Meeresbewohnern, die wir dann fangen und entweder verzehren oder sie benutzen, um andere Produkte herzustellen, wie Kosmetika oder Medikamente. Dann stellt uns die Erde auch noch Flächen zur Verfügung, die wir als Weideland nutzen, ja, für Hühner, Kühe, das soll ein Schwein sein, ja. Und ja, halt für Weideland von Vieh oder halt für Land, um Futter für das Vieh herzustellen. Dann nutzen wir auch noch Ackerflächen. Ja? Also überall, jede Fläche, die wir halt bebauen, um Obst, Gemüse, Getreide anzubauen. Und die Natur stellt uns auch forstwirtschaftlich genutzte Flächen zur Verfügung. Also die Waldflächen, die wir nutzen, um Holz zu fällen und daraus Möbel herzustellen oder Papier zum Beispiel. Und auch ein ganz großer Block, der hier Berücksichtigung findet, sind die Flächen, die wir brauchen, um das von uns produzierte CO2 in den Pflanzen, hauptsächlich den Bäumen, zu binden und in Sauerstoff umzuwandeln. So, wir wissen also jetzt, dass uns die Natur gewisse Ressourcen zur Verfügung stellt, die wir nutzen. Ja? Und ich habe es ja schon gesagt, da wird in Landflächen gedacht. Ja? Das ist ein Modell, um das darzustellen. Und um damit rechnen zu können, müssen wir eine Maßeinheit dafür haben. Und die Biokapazität wird in globalen Hektar ausgedrückt. Der globale Hektar ist ein Hektar Land, also 100 mal 100 Meter, mit durchschnittlicher biologischer Produktivität, ja, also weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität. Wie wird denn nun berechnet? Da gibt es eine ganz komplizierte Berechnung, die könnt ihr euch auch anschauen, ich werde die hier verlinken. Aber grob gesagt,
wer denn von der ganzen Fläche, die wir auf der Erde haben, werden die Bereiche abgezogen, die ja, wo halt keine für uns nützlichen Materialien produziert werden aus dem Ökosystem. Ja? Also zum Beispiel Wüsten, ja? Oder Arktis, Antarktis, da gibt es ja kaum was, was wir verzehren, sage ich mal. Ne? Oder die werden halt so einen geringeren Anteil berücksichtigt. Und aus dem Restlichen werden hier die einzelnen Anteile zusammengezählt und daraus einen Durchschnitt gebildet. So, wieso ist das so? Nun, es ist so, weil je nach Standort diese Flächen unterschiedlich produktiv sind. Ja? Also stellen wir uns zum Beispiel vor, Fischgründe, da gibt es welche, wo viele Fische sind und es gibt welche, wo wenige Fische sind. Ja, so. Und um das auf den gleichen Nenner zu bringen, nimmt man da mal den Durchschnitt von. Oder wir haben den Fall, dass wir Ackerflächen haben, die unterschiedlich effizient bewirtschaftet werden. Ja, also irgendwo in Afrika, wo man doch noch mit mittelalterlichen Methoden vielleicht das Land bewirtschaftet, bekommt man aus einem Hektar Land weniger Ertrag als heutzutage mit fortschrittlichen landwirtschaftlichen Methoden. Oder wir haben Wälder, die unterschiedlich produktiv sind. Also zum Beispiel die Tropenwälder, da ist die Dichte ja viel höher an Holz, ne, und an Bäumen. Und deshalb können wir da auch mehr abholzen. Und es ist auch mehr Fläche, oder auf der gleichen Fläche ist auch mehr Kapazität da, um zum Beispiel das CO2 zu binden und in Sauerstoff umzuwandeln. So, und diese Berechnung hat man gemacht und die macht man jedes Jahr neu. Also die wird gemacht. Und wir hatten im Jahr 2014 auf der Erde 12,2 Giga globale Hektar, also Milliarden globale Hektar an Biokapazität zur Verfügung. Ja, das ist das, was die Erde produziert, und zwar so produziert, dass es sich wieder erneuern kann. Ja, das ist auch noch wichtig, merkt euch das, weil da kommen wir später drauf. Also 12,2 Giga globale Hektar ist das, was uns zur Verfügung steht. Gut, so, jetzt haben wir ja die eine Seite, wir wissen, was da ist. Jetzt braucht man die andere Seite, um mal Vergleiche anstellen zu können. Wir müssen ja wissen, was verbrauchen wir denn eigentlich. Und dazu gibt es den ökologischen Fußabdruck. Das ist das Gegenstück zu der Biokapazität. So, ich möchte jetzt an dieser Stelle einen Cut machen in der Videoreihe. Es geht nahtlos weiter im nächsten Video. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, kommentiere bitte konstruktiv und versende das Video an alle, die es interessieren könnte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, dein Arik F.